Werkstatt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder mein kleines Bastelvideo. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier so ein Eichenstammholz. Da will ich demnächst ein neues Projekt ausbauen. Bevor ich damit anfangen kann, muss ich das Ganze aber noch planschleifen. Dazu benötige ich eine Schiene für die Oberfräse. Die will ich mir heute bauen. Und wenn es euch interessiert, wie ich das gemacht habe und ob es dann letztendlich auch funktioniert, bleibt einfach dran. Weiter geht's nach dem Intro. Ja, wie schon gesagt, soll die Führungsschiene in Kombination mit einer Oberfräse verwendet werden. Ich habe hier das Modell Bosch POF 1200 AE. Das ist ein sehr einfaches und günstiges Werkzeug und darauf werde ich jetzt eben die Führungsschiene anpassen. Ja, als Führung für die Schiene verwende ich hier so ein Metallprofil. Ja, das ist aus Aluminium. Da brauche ich zwei Stück und die werde ich mir jetzt auf die richtige Länge zurechtschneiden. So, die Bodenplatte hat 16 cm. Würde ich sagen, lassen wir ein kleines bisschen Spiel und machen 16,2 cm. So, die Führungsschiene wäre jetzt fertig. Ist ja, wie ihr gesehen habt, eine ganz einfache Konstruktion. Die Oberfräse wird jetzt hier einfach so eingesetzt und kann jetzt dann hier in der Führung gleichmäßig nach vorne und nach hinten bewegt werden. Wir brauchen jetzt noch einen Rahmen, wo später die Führungsschiene aufgelegt wird und dass die Schiene besser an dem Rahmen anliegt und sich besser bewegen lässt, werde ich jetzt hier unten jeweils noch so kleine Industrierollen anbringen, die sich dann hier so mit der Schiene dann bewegen. Und dann ist die Führungsschiene eigentlich schon fertig. So, nachdem ich jetzt hier an der Schiene noch die Rollen montiert habe, ist der Schiebeschlitten eigentlich soweit fertig. Ich habe jetzt zwischenzeitlich schon mal den Rahmen hier vorbereitet. Ich habe dazu Reste von Siebdruckplatten verwendet. Ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu beachten. Ihr müsst halt nur schauen, dass es mit den Rollen und dem Rahmen hier so passt, dass es hier bündig anliegt. So, den Schlitten kann man jetzt hier an den Rollen nach rechts und links bewegen.
und mit der Fräse dann hier von vorne nach hinten arbeiten. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal, ob das Ganze funktioniert. Für den ersten Fräsgang muss ich allerdings unten noch was unterlegen, weil der Eichenstamm ziemlich dick ist und weil da einiges weg muss. Und wenn ich den Rahmen jetzt höher gemacht hätte, dann wäre später hier der Fräser zu kurz gewesen. Dann hätte ich ihn nicht auf die Höhe fräsen können, wo ich dann letztendlich brauche. So, ich baue das jetzt hier alles mal um und dann geht es gleich weiter. Meine Konstruktion funktioniert. Mit dem Ergebnis muss ich sagen, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Wenn man bedenkt, dass ich das Ganze jetzt hier für ein paar Euro in kürzester Zeit zusammengeschraubt habe, denke ich, kann man da nichts sagen. Es ist auf jeden Fall ein Projekt, wo einfach in der Umsetzung ist, wo jeder hinbekommt. Die Holzfachmänner oder die Holzprofis, die Holzhandwerker unter euch, die werden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und werden sagen, ja, das hätte ich ganz anders umgesetzt. Mit Sicherheit gibt es da tausend Möglichkeiten, wie man sowas bauen kann, aber letztendlich muss es funktionieren und mehr auch nicht. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare rein, werde ich mir auf jeden Fall alle durchlesen und vielleicht kann man ja wirklich hier noch was auf die Schnelle verbessern. So, damit wären wir dann für heute eigentlich wieder am Ende angelangt. War ein ziemlich kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das ist dieses Projekt hier, das wird noch ein wenig dauern. Ich muss mich jetzt auf die Matches gegen den Let's Giver und den Jojo vorbereiten. Da muss ich noch einiges machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald bei meinem nächsten Projekt. Ich werde jetzt hier noch ein weiterschleifen. Euch wünsche ich einen schönen Feierabend, alles Gute, viel Spaß beim Heimwerken, macht's gut, ciao!